In der umkämpften Konfliktregion Bergkarabach im Südkaukasus wurden bei der Explosion eines Treibstoffdepots eine unbekannte Anzahl an Menschen getötet und mindestens 200 Menschen verletzt. Unklar war zunächst, was die Katastrophe in dem mehrheitlich von Armeniern bewohnten Bergkarabach auslöste, das in der vergangenen Woche von Aserbaidschan angegriffen und besiegt wurde. Zum Zeitpunkt des Unglücks waren viele Menschen für Benzin angestanden, weil sie mit ihren Autos vor den Aserbaidschanern nach Armenien fliehen wollten. Tausende Karabach-Armenier sind aus Angst vor ethnischen Säuberungen auf der Flucht. Im Mutterland Armenien wurden bereits 6.650 Flüchtlinge registriert. Unterdessen gingen in der armenischen Hauptstadt Erivan wieder tausende Menschen auf die Straße. Die Massenproteste richten sich gegen die Regierung von Nikol Pashinyan. Die Demonstranten werfen ihrer Regierung vor, die armenische Bevölkerung nicht ausreichend geschützt und unterstützt und Bergkarabach dem Erzfeind Aserbaidschan überlassen zu haben.